Mein Name ist Jörg Lehmann, ich bin von Beruf Bauingenieur und arbeite seit 41 Jahren in der Berufsausbildung. Hier im UAZ in Frankfurt-Oder arbeite ich seit der Wende, also seit 30 Jahren. Ja, wir sind ein typisches Bauausbildungszentrum, wo natürlich alle Bauberufe ausgebildet werden, vornehmlich in der Grundlagenbildung, angefangen vom Maurer bis Set zum Zimmerer. Wir hatten schon vor der Wende in unserer Vorgängerorganisation sehr viel Kontakte zu ausländischen Teilnehmern in Europa, aber auch in der Welt. Und diese Sache haben wir natürlich aufgegriffen und gesagt, okay, wir wollen uns international auch aufstellen und haben natürlich damals erstmal mit unseren Partnern versucht zusammenzuarbeiten, die natürlich damals aus Osteuropa stammten. Und wir haben die Sache dann erweitert, natürlich auf andere Länder wie Holland, Schweden, Norwegen, Spanien, Portugal etc. Dazu neben dem Lehrlingsaustausch sind natürlich auch andere Teilnehmer zu uns gekommen. Wir haben andere Bildungsprodukte angeboten, sodass zu uns jetzt Ingenieure kommen, Techniker etc. Insgesamt haben wir zurzeit 37 Partner. Von einer größeren Baufirma stand eines Morgens im September 2015 ein Vorarbeiter bei uns vor der Tür und hat gesagt, ich habe hier eine ganze Reihe von Ausländern, die spielen bei uns im Sportverein Fußball und wir würden gerne was für die tun. Wir selber können aber noch nicht. Seht mal zu, dass ihr versucht, die in Ausbildung zu bringen. Ja, das war für uns natürlich ebenfalls eine spannende Situation. Wie kann man da dran gehen? Was können wir mit denen machen? Sie hatten natürlich unterschiedliche Voraussetzungen. Die Deutschkenntnisse waren sehr schlecht bei denen, so dass man erstmal versucht hat, in Richtung Deutsch mit denen etwas zu machen. Und sie mussten ja in irgendeine Maßnahme reinpassen. Und da haben wir hier bei uns überlegt, da gibt es ja von der SOGA aus ein Programm, Berufsstart Bau heißt das, wo unversorgte Teilnehmer ein Praktikum für ein Jahr in einer Firma übernehmen können. Man lernt sich gegenseitig kennen und im Anschluss kann denn eine Berufsausbildung erfolgen. Berufsstart Bau ist in dem Fall sehr gut, weil man über die Winterzeit die Ausbildung in solch einem Zentrum, wie wir es sind, durchführen kann. Und Berufsstart Bau hat auch den Riesenvorteil, dass dort eine sozialpädagogische Betreuung mit vorhanden ist und auch ein Stützlehrer zum Tragen kommt, also zusätzlich Unterricht gegeben werden kann. War das die Firma Bonava, die damals mit ihren Teilnehmern bei uns stand. Da waren 6 Teilnehmer und wir haben dann überlegt, okay, jetzt müssen wir versuchen, mal in die Werbung zu gehen. Wie kommen wir an weitere Teilnehmer ran, dass wir so eine Gruppe voll bekommen und so weiter. Und haben dann eigentlich bis Dezember gebraucht, dass wir den ersten Vertrag unterschreiben konnten mit einer Firma und einem Teilnehmer, die in Richtung Berufsstart Bau gehen konnten. Es war so, dass wir eine Sozialpädagogin hatten, die natürlich begleitet hat. Und wir haben dann auch Deutschunterricht mit denen gemacht. Und weil die fußballaffin waren und die Kollegin auch sich sehr gut im Fußball auskannte, hat sie eigentlich über diesen Weg den Zugang zu ihnen gefunden. Und damit war auch das Eis gebrochen und die Teilnehmer haben sich hier sehr gut bei uns eingebracht. Viele Teilnehmer, die jetzt da sind, haben ja wenigstens an Integrationskursen teilgenommen. Sie haben faktisch eine Ausbildung in Richtung Deutsch, Berufsorientierung schon mal bekommen. Von daher haben sie dann auch einen bestimmten Deutschabschluss bekommen über das BAMF. Und hier würde ich immer sagen, wenn es in Richtung Ausbildung gehen soll, muss wenigstens der B1-Sprachniveau muss da sein. Ansonsten ist es sehr, sehr schwierig und das haben wir auch bei unseren Teilnehmern gesehen. Sie konnten sich ganz schnell praktische Fertigkeiten aneignen. Probleme hatten sie in der Berufsschule. Ich selber bin auch im Prüfungsausschuss der IHK tätig. Und wir haben die Teilnehmer dann auch prüfen dürfen. Die Zwischenprüfung, die eigentlich fast nur auf die Praxis bezogen ist, haben sie eigentlich relativ gut bestanden. Aber als es nachher um die Facharbeiterprüfung ging, hat natürlich auch die Praxis geklappt. Die haben sie alle im ersten Anlauf geschafft.
Aber die Theorieprüfung war dann echt bitter und man musste hier wirklich echt zusätzlichen Unterricht anbieten. Das muss man von vornherein eigentlich ausmerzen. Und deshalb sollten die unbedingt diese Deutschkenntnisse beherrschen. Wir hatten ursprünglich dann nach dem Berufsstartbau 6 Teilnehmer, die die Berufsausbildung begonnen haben für einen 2-jährigen Beruf in Richtung Ausbaufacharbeiter Trockenbau, und die restlichen sind dann für den Hochbaufacharbeiter Maurer Ausbildung bekommen. Und von den 6 sind 4 im Prinzip nachher auch fertig geworden. Sie haben die Berufsausbildung geschafft, sind Facharbeiter, und die 4 arbeiten auch noch in größeren Firmen der Region, und das freut uns endlich.